Da steht er auf dem Startblock mit seinem Schwimmreifen. Doch es ist besser, dass er nicht springt. Seit 2 Jahren ist das Warmbad Greifenberg geschlossen. Schade eigentlich, dachte sich der Künstler Axel Wagner und hat mit vielen Kollegen eine Kunstaktion ins Leben gerufen. Dass Kunstbaden geht, ist ja auch eine Ambivalenz und birgt in sich so immer auch den Begriff des Scheiterns. Also Kunst kann gelingen, Kunst kann auch baden gehen. Und es gibt keine Kunst ohne die Möglichkeit des Scheiterns. Und wir haben uns als Aufgabe gesetzt, hier möglichst nicht zu scheitern, sondern fröhlich baden zu gehen. Die Erbsen stehen nicht zufällig dort, denn oben auf dem Liegenstapel thront die unerreichbare Prinzessin. Sehr schick, im Bikini aus den 70ern. Auszeit, der Traum vom großen Sprung, nennt sich diese Arbeit. Die überdimensionierten Teebeutel unter den Bäumen sind nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern eigentlich auch ein Ruheort. Sehr abgefahren. Abgefahrene Künstler, nette Leute, gutes Essen, guter Kaffee, wunderbar. 12.000 Quadratmeter stehen den Künstlern zur Verfügung. Die meisten sind rund um den Ammersee zu Hause. Nur Ehrmann aus Diesen holt den Sommerhimmel auf die Erde, hat 1.000 Spiegel auf Nägel in die Wiese geschlagen, damit das Glitzern des Wassers nicht verloren geht, auch wenn das Warmbad trocken liegt. Aus dem ehemaligen Volleyballplatz ist eine Wüstenlandschaft geworden. Wie sie aussehen wird, wenn am Wochenende der Regen kommt, wird sich zeigen. Objektkunst ist nun mal vergänglich. Alles, was in dem Bad noch vorhanden war, und das war ziemlich viel, wurde zweckentfremdet. Da werden Erinnerungen wach. Was man in den Umkleidekabinen dann auch immer benutzt hat. Ja. Also, gerade das gefällt mir jetzt sehr gut hier. Ja, es macht fast wehmütig, wenn man das alles sieht, wie das jetzt alles still liegt und nicht mehr gebraucht wird. Hat uns ja fast doch unser ganzes Leben begleitet. Viele Greifenberger haben hier das Schwimmen gelernt. 4 Becken gab es. Ist eine tolle Aktion, ja? Dass man auch mal Abschied nehmen kann von dem Bad. Dabei wäre der Föhn noch voll funktionstüchtig. In den Technikkesseln schwimmen noch die Nixen. Die Kunst ist hier überall baden gegangen. Im Frühsommer soll das Bad dann abgerissen werden.